Das waren sehr eindrückliche Erlebnisse. Und am Ende, ich kann sagen, ich will gar nicht groß berichten, auch mit Absicht nicht berichten, in welche Richtung ich in Richtung Terrorismus gegangen bin. Wenn ich das heute Abend noch gebracht hätte, dann hätte es hier richtig geknallt. Ich lasse es lieber. Das Entscheidende ist, ich habe Veränderung erlebt und habe Veränderungen bei anderen gesehen und kann dafür stehen, dass ich sage, Punkt 1, der christliche Glaube ist der Glaube, der die Liebe Gottes in besonderer Weise vermittelt. Der christliche Glaube ist der Glaube, dass der Sohn Gottes mit seinem Leben bezahlt hat, dafür, dass wir gesündigt haben. Aber es kann uns nur dann weiterbringen, wenn wir es in Anspruch nehmen, indem wir uns zu Gott wenden und um Vergebung unserer Schuld bitten. Der christliche Glaube fordert weder Terror noch Tod noch heiligen Krieg, noch gute Taten, die man in Fülle erbringen muss, dass man ein ewiges Leben bekommt, sondern es ist alles bereits durch Christus vorausgeschaffen und es ist ein entlastender Glaube, in dem man einfach sich zu Gott wenden kann und Jesus annehmen kann. Erlebt man die Veränderung, das ewige Leben. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass in einem christlichen Land wie Deutschland der christliche Glaube nicht einfach abhanden kommt, sondern wirklich als Grundlage und Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Und an diesem Punkt machen wir mal die Pause. Danke fürs Zuhören, vielen Dank fürs Ruhigbleiben. Und dann, die Fragen können jetzt aufgeschrieben werden und die werden gleich eingesammelt. Pause, bitte.